Es freut mich, dass alle noch hier sind und wache Augen haben. Und die wachen Augen, die brauchen wir jetzt demnächst, weil es geht um Disclosures, es geht um Informationen, es geht um Insecurity. Und zwar haben wir hier Antoine Neuenschwander, der beim Computer Security Incident Response Team einer größeren Schweizer Telco arbeitet. Und dort das Bug Bounty Programm leitet, aber er will vor allem etwas erzählen, wie man jetzt so Bug Bounties oder eben grundsätzlich Security Disclosures macht. Herzlichen Applaus, herzlich willkommen für Antoine. Danke, Marcel. Herzlichen Dank, schönen Abend, freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Meine Rants abzulassen hier im Talk. Nein. Ich wurde im Vorfeld gefragt, ob es hier darum geht, Vulnerability, Disclosure, Schwachstellen, Bekanntmachung an Staaten zu machen oder so. Nein, das wäre ein anderes Thema. Bei mir geht es wirklich um die Basics. Wenn man über eine Schwachstelle stolpert, wie geht man damit um? Und anfangen möchte ich den Vortrag mit einer kleinen Anekdote. Kürzlich auf Twitter wurde über etwas diskutiert. Das klang nach einem spannenden Hackenziel. Jemand hat da eine Aussage gemacht, die mich getriggert hat. Und da habe ich gedacht, ja, komm, das kann man doch sicher hacken. Und ich werde keine weiteren Details dazu geben, weil die betroffene Firma einerseits sehr schnell reagiert, auch professionell. Sie hat mich nicht gerade angezeigt, da bin ich froh. Sie hat die Schwachstelle innerhalb von einer Woche gefixt. Das ist sehr schnell. Auch bei uns geht es selten so schnell. Ich habe aber gemerkt, das war vermutlich das erste Mal, dass so etwas passiert ist, und sie waren nicht so warm mit der Idee, dass ich jetzt da alle Details ausplaudere. Das heißt, ich hätte es ja gerne gemacht, hier ein bisschen anzugeben und zu zeigen, wie gut dass ich bin, aber es besteht eigentlich wirklich kein Bedürfnis für das öffentliche Interesse, möglicherweise für die Kunden dieser Firma, aber das darf ja die Firma selber, das überlasse ich der Firma ja selber, das ist ja ihr Business. Aber zuerst einmal zum ersten Takeaway vom Vortrag. All computers are broken. Wieso? Also das ist einfach der heutige Stand der IT-Industrie heute. Es gibt keine 100%ige Sicherheit. Und wenn euch eine Firma damit wirbt, dass sie 100%ige Sicherheit hat, dann einfach weglaufen. Alle Systeme haben Schwachstellen. Wieso? Weil wir wollen immer mehr Features, schneller wollen wir die haben, und dahinter biegt sich ja auch noch der ganze restliche Code, der auch noch funktionieren soll. Ich habe kürzlich auf Twitter gelesen, dass jemand alte Mainframe-Systeme pflegt, und man hat ihn gefragt, wieso machst du das nicht in der Cloud mit neuesten Stacks und so weiter, und das Problem ist einfach die Floating Point Engine. Dieser Mainframes ist so alt, dass es Berechnungen gibt, wenn man sie auf modernen Computer laufen lässt, dann verfälscht das Ganze. Also man behält lieber die alten Bugs, das ist Legacy. Genau, alle Computersysteme haben Schwachstellen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie gefunden werden. Und von wem natürlich auch. Deshalb keine Grund, sich zu schämen, keine Grund, etwas Großes daraus zu machen. Es trifft jeden. Im Talk meinerseits einfach, um zu sagen, dass ich da kompetent bin in der Sache. Also ich habe meine Karriere gestartet in einem Software-Engineering-Unternehmen, aber gerade schon in der Entwicklung von Security-Produkten. Und da habe ich gedacht, ich will jetzt hacken. Deshalb bin ich ins Penetration-Testing gegangen, danach eigentlich mehr auf die andere Seite gewechselt, mehr auf die Seite des Blue-Teams, das heißt Abwehr von Cyber-Angriffen und so weiter. Und schlussendlich eben
durfte ich jetzt vor einem Jahr, anderthalb, die Leitung des wahrscheinlich größten Bug-Bounty-Programms in der Schweiz übernehmen. Das ist sehr spannend. Deshalb habe ich sehr oft mit Hackern zu tun, die uns Schwachstellen melden. Die sind die alle anders und gehen alle damit anders um. Beim Bug-Bounty ist es ziemlich klar, sie wollen einfach Geld. Aber es gibt natürlich auch andere Motivationen für Hacking. Ich habe da versucht, ein paar Motivationen hinzuschreiben. Ganz klar, also Cybercrime wollen wir jetzt ausklammern, weil da geht es ja natürlich auch um Geld, aber nicht auf legale Weise. Geld kann man auch machen mit Security Business. Also man kann auch Security-Dienstleistungen verkaufen, vielleicht die man nicht unbedingt braucht, aber damit kann man gutes Geld machen. Es gibt natürlich viele Leute, die rumhacken, einfach weil es Spaß macht und weil es eine Challenge ist. Also es ist wie Puzzles lösen am Ende, wenn man das letzte Stück hat oder wenn man irgendwo die Schwachstelle entdeckt hat. Da gibt es wirklich einen Adrenalinschub, das macht Spaß, das ist ein bisschen wie eine Droge. Natürlich, wenn man noch zu diesem Rausch noch Anerkennung kriegt und vielleicht auch noch Geld, macht es noch cooler. Gewisse Leute, die wollen einfach nur die Welt brennen sehen. Da gibt es ja auch eine Schweizer Hackerin, zumindest tut sie so, als würde sie die Welt brennen sehen. Aktivismus ist auch eine Motivation, aber ich möchte jetzt den Fokus vor allem auf die Anerkennung setzen, weil das ist oftmals der Punkt, wo es Schwierigkeiten gibt zwischen dem Melder einer Schwachstelle und dem Empfänger einer Schwachstelle, weil diese Anerkennung nicht gegeben wird. Einerseits möchte man, ja, man hat ja, Schwachstellen finden ist ja Arbeit, oder? Also die Schwachstellen, die poppen nicht einfach so auf, man muss suchen. Das ist wie beim Pilzler. Das ist Arbeit. Und deshalb wäre es noch schön, wenn man einen Danke kriegt. Natürlich noch schön, wenn man Geld bekommt, aber das kann man nicht einfach verlangen. Ich meine, die Firma, die ich jetzt da eingeschrieben habe, die wollten ja nichts von mir. Ich bin ja einfach zu ihnen gegangen und habe gesagt, tada. Und die so, okay, that's awkward. Aber sie haben sich bedankt. Es geht aber auch bei der Anerkennung um Kredibilität, um auch eine gewisse Kompetenz zu zeigen. Einfach um zu zeigen, dass ich kompetent bin, vertrauenswürdig und so weiter. Das will man ja als ethischer Hacker auch zeigen können. Das ist wichtig. Also ich tue jetzt nur so, als wäre es nicht schwierig. Eine der wichtigsten psychologischen Motivationen, denke ich. Und natürlich, wenn man Geld dafür bekommt, ist es umso interessanter. Jetzt eine Schwachstelle. Ich möchte da zuerst einmal darüber reden, was ist eigentlich die Auswirkung einer Schwachstelle. Also wenn ich da eine Schwachstelle finde, zuerst gibt es einfach mal den technischen Impact. Was kann ein Hacker überhaupt mit einer Schwachstelle anstellen? Also beim Ausnutzen dieser Schwachstelle. Es gibt Auswirkungen in Bezug auf die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Das ist diese CIA-Triade, Confidentiality, Integrity und Availability. Es kann mehr oder weniger schlimm sein. Also mit einer SQL-Schwachstelle kann ich zum Beispiel den gesamten Inhalt einer Datenbank einsehen, möglicherweise modifizieren, das wäre dann die Integrität, oder dann auch alles löschen. Da wäre die Verfügbarkeit dann auch tangiert. Aber Achtung, die Ausnutzung einer Schwachstelle, die hängt immer von gewissen Vorbedingungen ab. Also es müssen gewisse Voraussetzungen gegeben sein, damit ich eine Schwachstelle ausnutzen kann. Es reicht nicht, wenn ich den Security Advisory sehe, Library so und so ist verwundbar und ich weiß, dass sie in einem Softwareprodukt im Einsatz ist, reicht es einfach nicht, um zu sagen, dass sie wirklich ausnutzbar ist. Und das ist etwas, das mich stört ein bisschen, weil oft wird einfach mal gesagt, du hast die verwundbare Log4j Library in deinem Code, also kann ich jetzt alles machen auf deinem System. Das stimmt einfach nicht.
Konfiguration spielt eine Rolle, spielt auch Firewalling eine Rolle. Es spielen ganz viele unterschiedliche Kriterien eine Rolle, bis man wirklich sicher sein kann, dass eine Schwachstelle ausnutzbar ist. Und deshalb beim Bug Bounty sagen wir oft POC or didn't happen. POC steht für Proof of Concept. Wir verlangen eigentlich von den Teilnehmern, dass sie uns sagen, beweise uns, dass wir tatsächlich verwundbar sind. Sonst wird es schwierig. Jetzt, ich habe versucht, eine Analogie zu finden für die für eine technische Schwachstelle. Und das Einfachste ist zum Beispiel eine Tür, die offen ist. Die Tür da, also das Bild wurde mir zugeschickt, habe ich nicht selber gemacht. Aber da seht ihr das Problem, oder? Das ist offenbar ein Lagerhaus, da könnte man reinlaufen, vielleicht reingüchseln und schauen, wer da, wem das Zeugs gehört. Man könnte auch Sachen entwenden. Und wenn ich jetzt ein Bug Bounty Programm habe oder so, dann würde ich sagen, ja, du kannst gerne reingehen, ein Selfie von dir machen, aber bitte lass alles, wie es ist und schick mir das Bild. Ich habe keine Ahnung, wenn das Foto gemacht wurde, aber ich fand es noch lustig. Gut, technischer Impact. Wenn eine Schwachstelle im technischen Sinne kritisch ist, heißt es aber noch lange nicht, dass mir das wehtut. Weil es kann auch sein, zum Beispiel stellt euch diese Tür vor, die ist auf einer Wiese und die steht offen. Und jetzt kommt ein Bughunter und sagt mir, hey, deine Türe steht offen. Und ich sage so, so? Das hat ja gar keinen Impact, es stört mich nicht. Ich habe mir noch andere Analogien überlegt, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Unsere Regierungsvertreter, die haben ja keine Bodyguards. Ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist. Ich meine, jetzt mit dem ganzen Corona-Zeugs könnte es sein, dass der Allerbeste sich nicht mehr so wohlfühlt beim freien Herumlaufen. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn jetzt ein Amerikaner kommt und sagt, wow, das ist doch eine riesige Schwachstelle, ihr habt keinen Personenschutz für eure Bundesräte, dann müssen wir sagen, ja, wir haben ein anderes Threat Model. Wir haben in der Schweiz, bis vor kurzem, haben wir das nicht gebraucht. Ich meine, man kann in Bern laufen und dann trifft man irgend so einen Bundesrat, dann sagt man schön Grüezi und dann wird man zurück Grüezi gesagt und das funktioniert. Es gibt also keinen Business Impact in diesem Sinne. Jetzt aber das Schwierigste für mich ist der Reputation Impact. Wie die Öffentlichkeit das sieht. Also sagen wir, meine Firma hat eine Schwachstelle. Ich als Security-Spezialist sage so, ja, unschön, aber ich kann es relativieren. Und dann kommt das raus und alle wissen es besser. Ja, natürlich nicht, aber das Unschöne, das wird dann einfach vergrößert und es spricht dann nicht mehr so ganz den Tatsachen, oder? So wie ich vorher gesagt habe, es braucht immer Voraussetzungen für eine Schwachstelle, für die Ausnutzung einer Schwachstelle. Ein Beispiel davon, Threema wurde kürzlich auch durch die Presse geschleppt, weil Schwachstellen aufgedeckt wurden. Das Problem dabei ist, die Öffentlichkeit, also keine Ahnung, Leute, die sich nicht mega mit Cybersecurity auseinandersetzen, die haben Threema installiert und sagen so, oh Gott, das ist ja Schweizer Käse, löchrig, so wie Schweizer Käse. Erste Reaktion, ich deinstalliere die App. Das Problem ist einfach, die Massen interessieren sich nicht für die Details. Es wird völlig undifferenziert. Wir werden bombardiert mit so vielen Informationen, dass wir gar nicht die Aufnahmekapazität haben, so festzustellen, ah ja, stimmt, das ist vielleicht nicht so schlimm. Weil, it depends, it's complicated, ja. Detail hier ist nicht mal ein Schweizer Käse. Also ich meine, ja. So, was kann man denn machen? Also jetzt aus der Sicht von einer Organisation, die Last Lines of Defenses sind eigentlich ihr. Sind ihr als Nutzer von Services, von Online-Services. Ihr merkt, wenn ihr eine Schwachstelle habt, und ihr könnt sie uns melden, weil wenn ihr sie merkt, heißt das, die,
die ganze Organisation alle Maßnahmen, Software Development, Secure Software Development Lifecycle, alles. Die Schwachstelle hat einen vollständigen Durchbruch durch den ganzen Lifecycle und wurde euch präsentiert und ihr findet sie raus und ihr seid nett und möchtet sie der betroffenen Organisation melden. Jetzt, ihr seid die Last Line of Defense. Ich gehe davon aus, dass ihr alle nicht kriminell seid. Deshalb wollt ihr eigentlich die betroffene Organisation helfen und ihnen sagen, was da das Problem ist. Das Problem auf der anderen Seite, die Organisation, wenn sie das nicht anerkennt, dass Außenstehende Schwachstellen tatsächlich finden können, dann ist das schlecht. Weil irgendwie hofft man, das ist einfach Prinzip Hoffnung, dann hofft man, ja, keine Ahnung, hoffentlich kommt das an der richtige Stelle und die Leute, die dafür zuständig sind, fixen das irgendwie. So funktioniert das nicht und es gibt einfach nur Probleme. Das NCSC, das Nationale Cybersecurity Center der Schweiz, hat in den letzten 2 Jahren über 2.500 Briefe eingeschrieben, an Organisationen rausgeschickt, weil sie Schwachstellen hatten im Bereich Microsoft Exchange. Das ist ja ein Service, ein E-Mail-Service, der ist ja eigentlich so designt, dass er gegenüber das Internet öffentlich ist. Man will ja seinen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, dass sie unterwegs ihre E-Mails abrufen können. Sie haben versucht zu telefonieren, E-Mails zu schreiben und sie haben gemerkt, diese Services sind immer noch offen. Und selbst beim Versand von diesen Briefen keine Reaktion. Sind jetzt noch Systeme online, die verwundbar sind. Was macht man da? Diese Schwachstellen, die sind prädestiniert, um von Ransomware-Akteuren ausgenutzt zu werden. Also das ist klassisch, oder? Ihr könnt jede Firma fragen, die so Security Incident Response machen, die kennen diese Schwachstellen, die sagen, ah ja, kenne ich auch schon geransomwared worden. Also sie hatten mal Kunden, die betroffen waren. Was macht man da? Am besten, man publiziert seine Security-Kontakte. Das ist eine minimale, aber sehr effektive Maßnahme, um zu signalisieren, dass man auch bereit ist, Schwachstellen, Meldungen entgegenzunehmen. Aber ich muss da sagen, es ist mehr so vielleicht für Zufallsfunde. Es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt wohlfühle. Es ist immer so ein bisschen auch ein Risiko aus Sicht eines Security Researchers, irgendwo rumzuwühlen, wo niemand explizit sagt, hey, wir sind daran interessiert. Also Security-Kontakte ist das Minimum. Was super ist, in den letzten 2 Jahren gab es ein neuer Standard im Internet, heißt Security.txt. Und da kann man an einem bestimmten Ort auf der Webseite eine Textdatei hinterlegen, das ist ähnlich wie das Robots.txt, das ist einfach Security.txt. Und da kann man sagen, hey Leute, dort könnt ihr die Box schicken. Jetzt die ZKB hat offenbar Angst, auch Spam zu erhalten auf die E-Mail-Adresse. Deshalb muss man da noch die Buchstaben Z, K und B entfernen, dass man dann die richtige E-Mail-Adresse schicken kann. Okay, so what could go wrong? Ein paar Beispiele. Hier gab es mal einen Security Researcher in Amerika, der hat herausgefunden, dass eine Webseite irgendwo im Bildungsbereich ganz viele Social Security Numbers geleakt hat. Und er hat sie einfach im HTML-Code gefunden. Das heißt, jeder von uns hätte mit dem Browser auf die Taste F12 drücken können und er hätte die Liste der Social Security Numbers gesehen. Das ist eskaliert bis zum Governor vom Staat Missouri. Und er hat dann ziemlich drastisch gesagt, hey, das wollen wir nicht, das ist Hacking und das werden wir verfolgen und wir wollen dem zum Grund gehen. Der wollte einfach mal den Mann zeigen, oder? Was er nicht verstand, ist, dass eigentlich völlig trivial ist, diese Schwachstelle, also dass das Problem nicht beim Melder ist, so don't shoot the messenger, sondern eigentlich ja in der Software. Anderes Beispiel, euch sicher auch bekannt, Lili Wittmann in Deutschland hat während der Corona-Zeit eine CDU-App, die für den Wahlkampf
Kampf benutzt wurde, ein bisschen genauer angeschaut und festgestellt, dass dort auch ganz viele persönliche Daten geleakt wurden. Und sie wurde dann, also die erste Reaktion der CDU war natürlich, dass sie angezeigt wurde. Die CDU hat dann die Anzeige wieder zurückgenommen, als der Shitstorm entgegenkam. Aber ich denke, das ist nicht nötig. Es ist aber auch so im Gesetz, dass wenn ich jetzt irgendwo ein EDV-System angreife, und das ist einfach die Frage, mit welcher Absicht, vielleicht, ja, also wenn ich unbefugt irgendwo reingehe, dann mache ich mich strafbar. Und das schreckt wahrscheinlich sehr viele Security-Researcher davon ab, das überhaupt zu machen. Und bei mir auch, bei der Kontaktaufnahme, wusste ich nicht, ja, wie empfangen. Also das ist immer so auch der Nervenkitzel. Man schickt mal den Report, sagt, wo die Schwachstelle ist und dann das lange Bangen, Warten, wird man da angezeigt oder nicht. Deshalb empfehle ich wärmstens, sich mit der ganzen Materie auseinanderzusetzen, und ein Mittel oder eine geeignete Maßnahme ist eine Vulnerability Disclosure Policy. Das ist eine Richtlinie, die man auch publizieren kann, wo man sagen kann, hey, wir sind daran interessiert, mit euch zu arbeiten, Security Researcher. Ihr, unter diesen und diesen Umständen akzeptieren wir, dass ihr uns hackt, also dass ihr ein bisschen rumwühlt in unserem System, wenn eure Absichten auch gute sind. Und ein super Beispiel davon finde ich die Vulnerability Disclosure Policy der SBB. Und sie haben auch ein Safe Harbor Policy, die wir benutzen, um zu sagen, um diesen, das ist so ein Workaround für diesen Artikel 143 bis, wo man sagt, ja, ich kenne dich zwar nicht, aber ich erlaube dir, im System rumzusuchen, wenn du es mit guten Absichten machst. Auch interessant, Belgien hat jetzt auch, das ist ganz neu, von letzter Woche, hat jetzt so eine Standard Vulnerability Disclosure Policy, also selbst wenn ich da eine Bäckerei bin oder so, dann habe ich automatisch eine Vulnerability Disclosure Policy. Ob das bringt, weiß ich noch nicht, weil das könnte auch als Einladung zum Hacken interpretiert werden. Aber ich denke, es ist sicher mal gut zu schauen, wie es in Belgien rauskommt und dass wir dann vielleicht dem NCSC mal sagen, hey, das wäre vielleicht auch mal eine coole Idee. Aber ich habe noch das Zweifel daran. Okay, natürlich, das Letzte, was man machen kann, das ist Bug Bounty. Das heißt, da lädt man wirklich Security Researcher ein und dann kreiert man auch eine Motivation. Also man lädt sie nicht nur ein, sie kommen dann einfach in Scharen und wollen sich das Geld holen. Weil es gibt dann Geld zu holen, genau. Swisscom macht das seit 2015 und ich mache das ja eben seit anderthalb Jahren bei Swisscom. Das macht Spaß. Genau, aber ich habe trotzdem ein Takeaway. Es macht Spaß, es ist cool, Bug Bounty, aber nicht alle brauchen es. Es hängt extrem von der Security-Maturität von jedem Unternehmen ab. Es macht keinen Sinn, mit einem Bug Bounty anzufangen. Get your shit together first. Mach den Grundschutz zuerst und dann mit der Zeit Bug Bounty, sonst werdet ihr einfach sehr schnell sehr viel Geld verlieren. Gut. Es gibt da gewisse Recommendations, die man folgen kann. Einerseits von der ENISA, das ist die EU-Agentur für Cybersecurity, und das NCSC natürlich. Und ich habe jetzt mir das Vulnerability Disclosure Process vom NCSC geschnappt und einfach mal angeschaut, wie sehen Sie das vor? Also 4 Stufen Meldungseingang, wie soll ich damit reagieren? Ich gehe dann auf die Punkte dann genauer ein. Aber ganz wichtig ist die Wertschätzung. Beim Empfang einer Meldung immer wertschätzen, ansonsten kommt es nicht gut. Verifizierung. Es kommt natürlich auch, speziell beim Bug Bounty, die Teilnehmer sind opportunistisch. Es gibt Leute, die schicken einfach alles mal rein auf gut Glück. Wir haben kein Malus-System. Das macht es uns schwierig, da einfach zu merken, wer gut ist und wer nicht so gut ist. Wichtig aber immer in Kontakt bleiben mit dem Melder. Schwachstellenbehandlung, also ja, irgendwo muss ich ja zuerst herausfinden, wo liegt die Schwachstelle drin, wie kann ich sie blicken, wer ist dafür zuständig, ist es nötig, dass ich einen Patch
appliziere, also ein Software-Patch, muss ich einen Temporary Workaround machen, also irgendwie mit einer Firewall irgendwie etwas mitigieren oder im schlimmsten Fall den ganzen Service herunterschalten, weil es einfach mit der Erkenntnis von diesem Risiko einfach nicht mehr machbar ist. Wichtig ist auch, eine Timeline zu setzen, einfach für die Erwartungshaltung. Und dann natürlich die Veröffentlichung. Also der Melder, der ist ja oft daran interessiert, dass er öffentlich anerkannt wird und dass das auch publik wird. Aber die Veröffentlichung dient ja nicht nur dem Melder, die dient ja auch den Usern. Die müssen wissen, woran das sie sind. Sie müssen wissen, welche Risiken sie eingehen durch diese Schwachstelle und auch, wie sie sich davor schützen können. Also zum Beispiel LastPass, oder? Hatte ja ganz viele Sachen und dann hieß es, ja, das fehlt eben. Man wusste nicht, LastPass hat so kommuniziert, wir haben ein Problem, aber don't worry. Und als User war ich völlig verunsichert, weil ich wusste, ich kann ja gar nichts machen. Muss ich jetzt irgendwie wegmigrieren? Wie auch immer. Ich habe ein nächstes Takeaway. Organisationen haben unterschiedliche Maturitätsgrade. Ihr dürft nicht als Security Researcher davon ausgehen, dass jede Organisation das kennt, diese vier Stufen, dass sie damit umgehen können. Das ist selten der Fall. Leider noch. Oder? Das kann sich ja verbessern. Aber das Problem ist einfach, geht einfach mal davon aus, dass ihr mehr wisst über Vulnerability Disclosure, wenn ihr keine VDP seht oder kein Bug Bounty. Gut, ein nächstes Problem ist auch die Einschätzung von Schwachstellen, extrem schwierig. Es ist wichtig, dass man bei einer großen Schwachstelle, wie zum Beispiel Heartbleed in 2014 oder so, dass man das möglichst breit streut und kommuniziert, damit alle Leute ihre Systeme patchen, so wie beim NCSC-Fall, oder? Das Problem dabei ist, dass viele, auch Cybersecurity-Unternehmen, das ein bisschen missbrauchen, um eigenes Marketing zu machen. Das heißt, es gab da zum Beispiel also Log4Shell ist euch vielleicht ein Begriff von Dezember 2021, war eher mühsam, aber dann vielleicht ein paar Monate später kam dann die RCE Spring4Shell Vulnerability. Und die wurde wirklich gehypt und da im Blog hieß es dann, ja, das wird das Internet ruinieren und so weiter und die mussten da wirklich zurückschaffen und sagen, ja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Und das Problem ist, wie kann ich das einordnen, ob es jetzt wirklich einfach the Internet is on fire oder was, Pififax muss ich nichts machen, extrem schwierig. Okay, wichtig dabei, wenn ihr eine Schwachstelle macht, für das Marketing immer ein Logo und eine Webseite machen, ist ganz wichtig. Gut, jetzt habe ich ein paar Case Studies, die mir in Sinn gekommen sind, weil ich habe das auch mitverfolgt. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch da diese Vorfälle auch gesehen haben. Und ich möchte dort genau an die Stellen im Prozess, wie ich es gesehen habe, möchte ich dort eigentlich mein Empfinden mitgehen. Also interessant ist es, es sind alles bundesnahe Organisationen, oder Threema wird von der Schweizer Armee auch in der Verwaltung verwendet. Gesundheitsdaten werden da verarbeitet oder sonstige sensitive Personendaten. Jetzt zum Beispiel für die Kommunikation extrem wichtig. Beide Parteien müssen eigentlich gegenseitigen Respekt zeigen. Auch geduldig sein miteinander und möglichst transparent. Das sind so, also das habe ich nicht erfunden, das steht in dieser Recommendations. Und ich finde, das passt hier extrem gut, weil die erste Reaktion von Threema, so, das war ein Masterstudent, der hat seine Masterarbeit in einem Institut der ETH gemacht und hat da sich mit dem Protokoll von Threema auseinandergesetzt und halt, wie man Krypto an der ETH macht, das ist halt auf einem akademischen Level, aber von einem Threema würde ich ja auch erwarten, dass sie nur das Beste verwenden. Andererseits, irgendwo muss man auch das Pareto-Prinzip haben, 80-20, ja, irgendwo, man hat keine hundertprozentige Security. Egal. Ich fand die Kommunikation schwierig, weil der erste Satz, ich weiß nicht, ob man es da sieht, aus dem Tweet, sie haben gesagt, ja, sorry, aber
die Academia von heute forciert wirklich die Security Researchers zum Überverkaufen oder zu hypen, oder? Und man hätte sagen können, das ist ein Hype, weil es halt auch ein Logo und eine Webseite gab. Ich muss selber zugeben, ich muss auch sagen, teilweise, was mich anbetrifft, als Threema-Benutzer, ist wahrscheinlich auch ein bisschen akademisch, aber ich bin nicht ein Bundesrat oder irgendjemand, der High-Profile ist. Von dem her, ja, auf alle Fälle mangelnde Anerkennung oder Wertschätzung und öffentliches Herabmachen nicht die beste Idee. Ich denke, die werden daraus lernen. Gut, zweite Punkte hier im Bereich Swiss Transplant, Timeline, denke ich, müssten beide Parteien eine Einigung finden, wie sie öffentlich damit gehen. Wenn ich registriert bin bei Swiss Transplant, dann möchte ich gerne erstens einmal, dann auch geschrieben, genau, ich möchte wissen, wenn das im 10 vor 10 kommt oder wo auch immer im Fernsehen, möchte ich wissen, ja, okay, das ist schlimm, aber was kann ich damit machen? Oder ist es einfach nur so, dass jetzt die Schwachstelle bekannt gemacht wurde am Fernsehen, da heißt es, das ist schlecht und das hört dort auf? Ich denke, wir müssen konstruktiver vorgehen und sagen, ja, das ist passiert, das ist nicht gut und das passiert halt überall, wie ich am Anfang gesagt habe, und wie man damit umgeht und wie sich die Kunden schützen können. Wichtig hier war mir auch aus meinem Empfinden die mangelnde Transparenz auch gegenüber der Öffentlichkeit. Ich habe jetzt hier die Disclosure Timeline aus dem Vulnerability-Bericht genommen und es hat sich dann herausgestellt, dort steht nirgends etwas von, ich bin zu den Medien gegangen und das steht alles vor einem Jahr, im Januar. Und interessanterweise im Bericht sieht man dann aus einem Screenshot, dass dort eigentlich Dezember war. Also das eigentlich schon viel früher schon angefangen wurde oder die Schwachstelle entdeckt wurde und schon mit den Medien zusammen gearbeitet wurde. Für mich hinterlässt das ein komisches Gefühl, weil das heißt, der Medienimpact war von Anfang an geplant, möglicherweise absichtlich. Und für mich ist die Rolle der Medien ist halt ein Interessenskonflikt. Die werden kaum auf die Veröffentlichung einer Story verzichten, wenn sie sie schon haben, oder? Das ist so geiles Zeugs. Kann man da so Empörung machen, Clickbaits und so weiter. Es ist richtig, auf die Mängel aufmerksam zu machen, aber das Wie kommt darauf an. Zusätzlich hier in diesem Fall auch etwas, was mich stört, ist, es wurden da auch Social Engineering Techniken eingesetzt. Also wurde eigentlich der Prozess, der Registrierungsprozess ist nicht eine technische Schwachstelle. Und in den meisten Vulnerability Disclosure Policies wird davon abgeraten, eigentlich User zu hacken mit Social Engineering. Nächste Slide über ein Prinzip der Verhältnismäßigkeit und der Notwendigkeit. Das Team, das Medienteam hat die Schwachstelle so aufbearbeitet, dass sie eigentlich mehr Datensätze heruntergeladen hat, als nötig wäre, meiner Meinung nach. Also, das Medienteam hat wahrscheinlich das öffentliche Interesse höher gewichtet als die Wahrung der Privatsphäre von den betroffenen Individuen. Ich habe keine Ahnung, wie das medienethisch irgendwo festgelegt ist, aber weil ich komme nicht aus dem Bereich. Aber mich als Konsument von der Sendung war das schon ein bisschen schockiert. Und ich dachte mir, woher nimmt man sich das Recht, eigentlich diese Datensätze einzusehen, oder? Last one, collateral damage, und dann ist es bald fertig. Man nimmt in Kauf, also einen Medienvorfall zu generieren. Und das Problem dabei ist, wenn man in die Medien damit geht, dann ist es klar, oder dann müssen Köpfe rollen. Also dann ist der Impact rundherum mega schlimm. Dann wird man eigentlich in die Ecke gezwungen.
mit dem Rücken zur Wand. Und da kann man eigentlich als betroffene Organisation gar nichts anderes machen. Jetzt im Fall von Swiss Transplant fand ich es ziemlich schwierig, weil es ging ja um ein Datenschutzproblem. Man weiß ja überhaupt nicht, ob das überhaupt gehackt wurde, oder? Es war ein Risiko hier, ein Risiko wurde aufgezeigt. Und es wurde entschieden, oder als Reaktion mit diesem öffentlichen Druck, den Service abzuschalten. Jetzt das, die Abwägung, oder? Diesen Service, es sind ganz viele Empfänger von Organen, die, also potenzielle Empfänger, die dadurch eigentlich weniger Ressourcen kriegen. Da frage ich mich auch, ob das legitim ist oder wie die Abwägung, wie wir sie haben wollen. Last takeaway, und dann ist Schluss. Vulnerability Disclosure ist sehr technisch, oder? Es geht um Hard Skills, man muss sich auskennen, SQL Injections oder keine Ahnung, so Zeugs, Penetration Testing ist, da muss man ein bisschen etwas davon verstehen, aber im Endeffekt geht es alles um Soft Skills und Zwischenmenschlichen. Es gibt schon Empfehlungen, bitte schaut mal rein. Und zweiter Punkt, wir wollen zusammenarbeiten. Wir wollen ja irgendwie konstruktiv unsere Gesellschaft besser machen. Also geht nicht zuerst zu den Medien vielleicht, sucht den Kontakt, seid geduldig, versucht es nochmal, dann eskaliert langsam. Vertrauen ist einfach das A und O dabei. Und ich habe euch jetzt nur ungünstige Beispiele gezeigt. Und kein einziges positives Beispiel. Wieso? Weil es gibt kein Drama, wenn das alles richtig läuft, oder? Das kriegt man gar nicht mit. Vielleicht wäre es gut, wenn man es mitkriegt, oder? Im Falle von Swiss Transplant und meine Impfungen, vielleicht wäre das einfach unter den Teppich gekehrt worden. Ja? Aber ich glaube, die Leute, die hatten es einfach nicht im Griff, die haben das nicht böswillig gemacht. Somit wäre ich am Ende. Ja, danke vielmals für diese sehr hilfreichen und motivierenden Erläuterungen, Antoine. Fragen. Hier in der Mitte gibt es ein schönes Mikrofon, das sich ganz einsam fühlt und das, bitte zum Mikrofon, damit die Leute das auch über den Stream und die Aufzeichnung mithören können. Es ist nicht so leicht für mich, die Fragen gut und richtig zu stellen, weil ich lebe ohne Internet. Aus Angst vor Internet. Mir wundert es, ob Blockchain etwas Wichtiges ist in unserer Zeit. Blockchain, ich habe das Gefühl, es braucht wahnsinnig viel Strom. So, das ist eine Frage. Aber eine andere ist, es wurde einer, der heißt Martin Frost, er wurde ja gefangen, er hatte im Darknet eine Wall Street Market Plattform online und hat kriminelle Geschäfte gemacht. In diesem Interview sagt er, wie er das alles sich selber gelernt hat, die Technik und den Sog hat ihn fasziniert. Nur einen Punkt will ich rausholen. Er war fasziniert und erschrickt, wie einfach sich Kreditkartenfirmen sich hinters Licht führen. Jetzt kommt die Frage. Ich habe das Gefühl, wir werden zunehmend gezwungen, alles online zu zahlen, irgendwie. Hier in der Schweiz hat man Twint. Und dann gibt es andere und dann wieder andere, PayPal oder wie die heißen. Man wird gezwungen, irgendwie einfach elektronische Zahlungen zu machen und ich zahle immer noch Barzahlung. Dieser Zwang, es belastet mich ganz unglaublich, weil ich finde, ich traue so vieles nicht. Oder wer erklärt mich, wie einigermaßen sicher es ist? Das ist eine Frage. Man muss etwas, wo mir unsicher macht. Direkt eine Frage jetzt zu Security Disclosure, aber
Vielleicht hast du trotzdem zwei Worte dazu. Also Blockchain, da gibt es auch mit Smart Contracts, gibt es natürlich auch Schwachstellen drin. Und da wird oft gesagt, dass es jede Cryptocurrency kommt mit einem gratis Bug Bounty. Weil wenn man mal also ein Smart Contract ausnutzen kann, dann kriegt man direkt die Bezahlung. Also das geht zurück auf mein erstes Takeaway, all computers are broken, es hat Schwachstellen. Also Stand heute haben wir noch nicht die Lösung, dass wir Schwachstellen ganz ausmerzen können. Jetzt, was der Zwang zu Online-Dienste zu verwenden, ja, so bewegt sich jetzt halt die Gesellschaft. Und ich glaube, das ist eben genau der Punkt. Wir müssen unbedingt Vertrauen schaffen, weil es ist nicht die Absicht der Kreditkartenfirmen, sie wollen Geld machen, das ist ja klar. Und wenn man das irgendwie, sie wollen einen nicht ja ausrauben oder so. Es wird ausgenutzt, aber sie machen auch ein Risikomanagement. Und ich glaube, auch wenn Kreditkarten leicht aussieht, sie zu tricksen, ich muss ja nur die Nummer rauskopieren, im Hintergrund läuft sehr, sehr viel an Überwachung, Security Monitoring, AI, um festzustellen, wo Betrug stattfindet. Also ich bin kein Banker, ich kenne mich da mit Kreditkartensystem nicht wahnsinnig aus, aber ich traue jetzt noch dem System. Ja, weitere Fragen? Was hast du denn, hast du ein ganz persönliches Erlebnis zu Bug Bounties, das du vielleicht noch mit uns teilen möchtest? Ja, genau. Also wir haben natürlich sehr talentierte Bug Hunters. Dazu muss ich sagen, es wird auch wahnsinnig gehypt, oder? Das Bug Bounty, das ist einerseits auf der Seite der Verkäufer, der Bug Bounty Plattform, die wollen natürlich auch Geld machen, aber auf der Seite der Melder oder der Teilnehmer gibt es auch so ein Hype, würde ich sagen. Es ist wie bei den Influencers, also die richtig Guten, die wirklich so 75.000 Franken, habe ich gerade kürzlich gesehen auf LinkedIn, die so viel verdienen. Das ist der Top of the Pyramid und da gibt es ganz viele, die gut sind. Ein Melder, der hat bei uns auch schon vorgetragen, wie er Swisscom hat ja auch einen Webshop, wo man Handys, Laptops und so kaufen kann und dort gab es, ich weiß nicht mehr, wann das war, als Sonderangebot eine PlayStation 5, wenn man ein Internet-Abo bei Swisscom löst. Und weil es einen Lieferketten-Engpass gab von PlayStation 5 oder von Chips, wie auch immer, waren alle da und wollten sie sich krallen. Jetzt, er hat es geschafft, irgendwie den Shop auszutricksen, sodass er sich eine PlayStation für einen Franken erworben hat. Hat sie sich schicken lassen zu Hause, hat ein Selfie gemacht und uns das als Proof of Concept geliefert. Jetzt, das war natürlich ziemlich cool. Er wollte uns die PlayStation zurückgeben. Wir haben dann festgestellt, das ist nicht vorgesehen in unseren Prozessen. Es wird schwierig. Und da haben wir gesagt, you know what? Okay, du kriegst die Bounty und die PlayStation kriegst du als Bonus noch dazu. Das ist doch eine schöne Story, um den Abend abzuschließen.